Periode. So. Also. Nach Dachsbauten müssten wir. Ja, nee. Guck mal auf deine Karte. Ja, welche Quest? Ich guck allgemein erstmal auf deine Karte. Ja, und jetzt? Ist irgendwo bei Dachsbauten ein Ring bei dir? Ja. Gut. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Yoda, Baby, Baby Yoda. Danke, Wormi! Baby, Baby Yoda. Yoda, Baby, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Ich lieb's! Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Ich liebe das Leben. Ja. Und ich liebe das Leben. Na, und von wem ist es? Von mir. Nee, Vicky Leandros. Weiß ich doch. Ich kenne nur die auch. Tatsächlich, aber ich kenne nur die aufgepeppte Version davon. Ach so, okay. Mhm. Auch genau ist es von Vicky Leandros. Ja, in dem anderen singst du es auch, aber. Es ist halt aufgehüpft. Gehüpft. Nicht ins Mikrofon. Was? Nicht ins Mikrofon. Nee, ich tu nicht. Yoda. Bitte, bitte. Ja! ich finde den Ring nicht. Yoda. Ja. Ach so, Aufgabenort in. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Jo, hier ist er, der alte Penner. Seid gegrüßt. Guten Tag. Bitte wartet eine Minute. Oh nein, ey. Was hast du denn jetzt schon wieder? Nichts. So, wo musst du hier deine Quest abgeben? Jetzt musst du mich mal führen. Hier ist irgendwie was. Hier, er hier. Ich nehme die gefüllten Kohlköpfe. So, ich glaube, da hinten müsste noch was sein. Vielleicht da links oben. Ja, stimmt. Bodo Röttling. Tja, ich kann halt hell sehen, ne? Ja, klar. Auch. Was für ein? Ach, das auch nicht. Wo willst du hin? Ich stehe hier noch. Ach so. Ein bisschen in die Richtung. Du Mutti. Wir kriegen das Auenland heute noch fertig, glaub mir. Ich weiß es nicht. Wenn wir das mit dem Kuchen und mit den Gasthäusern nicht machen würden, bestimmt. Wir wollen ja auch noch private zocken. Ja, dafür ist ja noch Zeit. Aber das erst machst du so einfach. Seid gegrüßt. Ja. Was benötigt ihr? Das sage ich aufgrund der auf deiner Aussage von gestern. Was kann ich für euch tun? Bilwisse töten schon wieder, ey. Wie gesagt, das Ganze würde schneller gehen, wenn du ein Pferd hättest. Ja, ich habe aber kein Pferd. Du bastel dir eins. Ja, so ein trojanisches, ne? Ja. So mit Reifen, so mit Rädern drunter. Mhm. Annahmen. Das würde uns um einiges weiterbringen. Ja. Mhm. Das ist ja schön. Also ein bisschen was müssen wir auf jeden Fall schaffen. Wir werden spätestens beim nächsten Mal das schaffen. Spätestens.
Ja, da gehe ich mal eher von aus. Na gut, wir würden es heute auch noch schaffen. Wenn wir jetzt stramm durchziehen. Auf jeden Fall noch zocken, Runde, ne? Was? Ich habe das durch das Gebrülle des Bäres nicht verstanden. Der bitte? Ja, was hast du eben gerade gesagt hast? Ja. Privat dann noch DBD. Achso. Ja, können wir machen. Ja, ich weiß ja nicht, was du dir vorgestellt hast. Ach so einiges. Wie? Naja, privat stelle ich mir so einiges vor. Bücher lesen. Ein wilder Kramfuß. Oder essen. Oh. Einer von 10. Zucker gegessen. Ich bin immer noch am Essen. So. Ich mampfe mir so vor mich hin. Ich kann ja nicht die ganze Zeit mir was im Mund stopfen und keiner versteht ein Wort von dem, was ich sage. Sicher geht das. Ja, aber das ist nicht besonders ästhetisch. Echt? Also von daher. So, 5 von 10. Nichts von sehen. Müssen wir mal hier drin. So sind ja nur noch 3. Huch. Jo. Hier sind Toppels. Sieht man aber selten. Oh Gott. Ja. Warum wohl? Was sind nicht? Durch Trick besiegt wilder Krampfuß. Wieso wird das ja alles angezeigt? Hm. Egal, was andere machen. What? Ja, keine Böse mehr. Wurden alle geschlachtet von den Hobbits. Wohl eher umgekehrt. Nein, ja. Müssen wir den weiten Weg nach da hinten laufen. Ja, dann laufen wir. Ja, ich könnte reiten. Da ist einer. Wofür willst du mir das eigentlich jetzt noch vorhalten, dass du reiten könntest? So lange, wie es möglich ist. Macht ja keinen Spaß mehr, wenn... Macht ja keinen Spaß mehr, wenn du ein Pferd hast. Kann ich das ja nicht mehr machen. So. Also muss ich so oft wie möglich machen. Ja. Ich hab doch meine Freude daran. Oder willst du mir meine letzte Freude etwa nehmen? Dass deine letzte Freude ist, dann tut mir das aber schon irgendwie leid. Ja, du hast mir ja alle anderen genommen. Ah, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Eben wurde mir hier noch so ein Viech angezeigt. Ah, hier oben ist einer versteckt. Du kannst dich nicht verstecken. Mal. Die schmeißen wir auch noch ins Feuer. Du wirst denn doch alles ins Feuer schmeißen. Alles, was geht. Oh Mann. Was mir gerade in die Flossen kommt. Eigentlich so auf seiner Flöte, ey. Was für eine Flöte? Na, gerade eben. Die Melodei. Okay. Da, jetzt. Hast du keine Sounds an? Verdammt leise. Ach so. Ey, mein Laut habe ich es jetzt auch nicht, aber. Ich höre zumindest keine Flöte. Er ist ja froh, so toll ist es nicht. Ich höre nur den üblichen Sound. Was benötigt ihr? Das ist meiner Meinung nach keine Flöte. Da kann ich jetzt gerade leider nicht nachgucken. Wie kann ich zu Diensten sein? Du
Huch. Huch? Ja, meine Kamera dreht sich immer wieder. Die macht sie immer wieder selbstständig. Huch? Ja, huppala! Ja, moi! Hui! 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 Jupp! Hui! Jupp! Genau, Flip aus Biene Maya. Jupp! Guten Tag! Guten Tag! Ja. Sprech mit Wirkung. Stolz. Haben wir doch auch erst. Ja. Was benötigt ihr? Nee. Wo müssen wir hin? Nach Scheren wieder. Das ist gerade hier so ein... Okay, dann... Ja, können wir nicht hinreiten. Nein. Also ich schon. Ja, mach's doch einfach. Nein. Sammeln nicht so viel, machen. Oh, jetzt müssen wir da wieder hin. Wir haben es ja bald geschafft. Juhu. Hast du eigentlich mal Dings weiter geguckt? Walking Dead? Bisher nicht, nee. Ich kam bisher nicht in den Genuss, weiter zu gucken. Also. Ja, ich habe mich jetzt die letzten Tage eher darauf konzentriert, mein Anime On Demand Abo weiter auszunutzen. Ja. Weil das jetzt in 3 Tagen abläuft. Achso. Ja, deswegen. Hallo. Bitte wartet eine Minute. So, und wo müssen wir jetzt hin? Dahin. War das schon wieder nötig? Ja. Komm her. Ja. Komm, renn hier auf den Meter. Besorg den Schädel. Welchen Schädel? Welchen Schädel, fragt er. Alter, können diese Leute doch irgendetwas alleine? Nein. Ich frag mich ja tatsächlich, ob die auch irgendwie zum Scheißen zu dämlich sind. Ja. Achso. Die waren wir doch erst. Ja. Aber wir haben da keinen Schädel suchen müssen. Wir müssen sie schon... Haut's einfach ab. So, warte mal. Ja. So, bitte einmal hier... Hallo, kommst du mal in den Steinbruch rein? Ja, Entschuldigung, ich wurde angegriffen. Ja, dann lauf doch einfach weiter. Weißt du, kein Wunder, dass wir hier nicht vorankommen. So, töte mal die Viecher, bitte. Ach so, jetzt soll ich kämpfen. Ja, ich hab Angst vor Spinnen. Doch, du bist die schlechteste Mutter, die ich je hatte. Hast du immer mehrere, oder was? Ja, eventuell. So, ja, mach weiter hier. Ja, ich mach doch. Wir essen zeitig. Ja, nun. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Oh Mann. Da erledige das Viech. Yoda, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Ah. Der Wurmmaster weiß, was gut ist. Der Herr Zio. Baby Yoda, Baby Baby Yoda.
Ja, okay. Der eine geht links, der andere geht rechts. Oh, ich bin in der Sackgasse. Sohn, warte auf mich. Ja, ich warte doch. Bist du denn? Oh, eine tote Spinne. Oh, Dicky, so, mach weiter. Lebende Spinne. Oh. Lebende Spinne. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Ach, komm, wir spinnen. Oh Gott, was sind das gerade alles? Das kribbelt und kribbelt und... Ich will hier weg. Baby Yoda. Baby Yoda. Es kommt keine Riesenspinne, das ist gut. Bringt den Schädel zur Willkommenstollen. Ja, willkommen im Stollen. Baby, Baby Yoda. Baby Yoda. Baby, Baby Yoda. Hast du eigentlich schon mal das komplette Lied gehört? Baby Yoda. Baby, Baby. Nein. Oh. Baby Yoda. Nein. Baby, Baby, Baby Yoda. Ich will hier raus, 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 ich will hier raus. Es geht übrigens noch weiter, ne? Ah. Baby Yoda. Baby, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby, Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. So, ich habe jetzt so weit rausgescrollt, wie es nur irgendwie rauszuscrollen geht. Das sind nur noch irgendwas mit Galaxy is so far. Oh, das ist ungefähr so cool wie Pink Fluffy Unicorn is dancing on rainbows. Pink Fluffy Unicorn is dancing on rainbows. Ja, das ist ja Asper. Mal. Was? Ach du Grüne, ja. was zieh ich denn da an Spinnen hinter mir her? Boah, ist das eklig. Alter. Alter, das Dorf wird angegriffen. Oh Junge, kann ich aber jetzt steht doch dein Schwert nicht weg. Herrlich. Bringt was Golf-Mimbuls Schädel zu Bomba, ey. Wir müssen nach Michel Binge dafür. Halbe Stunde noch, danach ist er löst. Ja, danach kann ich auch nicht mehr. Das Spiel zerrt an meiner Lebensenergie. So, jetzt machen wir einmal das Ding mit Wasser auf. Also den einen Brief da wegbringen. Briefträgeraufgabe. Oh. Ja, aber wir in die Richtung halt mehrere Aufgaben haben. Halt Hobbingen, Buckelstadt, Michelbinge und so. Das sind jetzt alles so die letzten Überbleibsel unserer Aufgaben, die wir noch so haben. Pest am Hals, ey. Alter. Das ist ein sehr schönes und wunderbares Spiel, ja? Ja, natürlich. Alter, wenn es so schlecht wäre, dann würdest du das gar nicht mehr mitspielen. Also ich finde es ehrlich gesagt schon schlecht. Hallo? Nee, wir sind ja noch nicht bei den ganz coolen Sachen angelangt. Ah nee, wir müssen ja nach... Dass da irgendwie coole Sachen kommen. Ja, natürlich. Der Weg nach Mordor. So. Also, der jetzige. Hätten wir auch von vornherein einschlagen können. Du kannst es ja machen. Ja, ich weiß, das Buch der Taten, ich werde davon profitieren, blablabla, Spaß, ich kenn's auswendig. Ja, aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar, wenn du den Aschfahren so mitbekommen möchtest, dann kannst du gerne nach Mordor gehen. Aber du kommst nicht weit. Ach, sicher. Nein. Was machen? Ja, können wir gerne mal versuchen, aber was ist, das nicht wird? Du bist immer so negativ. Ich bin nicht negativ, ich bin einfach realistisch gerade. Weil ich weiß, dass ich da niedergemacht werde, oder wir.
Ich habe das nämlich mal versucht. Glaub mir. Ich würde mir. Dich erst vorschicken. Du kleines, widerliches Dreckskind, ey. Warum habe ich dir nicht zur Adoption freigegeben, ey? Hätte ich das mal gemacht. Jetzt habe ich hier eine Backe, ey. Drecksbalg. Ja. Ich wollte dich sowieso nicht haben. Du warst eigentlich eher ein Unfall, weißt du? Ja. Ich dachte mich aber. Dumme Sache, ne? Ja. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen. Ach. So, folge mir, mein Sohn. Ich, ja, folge. Denk dran, einfach durchlaufen, wir dürfen eh nicht kämpfen. Ich will auch gar nicht kämpfen. Ja, du greifst aber ja sogar hilflose arme Dexter an. Hallo, der hat mich angegriffen. Ach, ich hab doch komm. Ich hab doch nicht mal das Schwert gezückt. Ach komm, ich hab's zu der Zeit nicht geguckt, also. Ja. Das wirst du hundertprozentig du gewesen sein. Am Arsch. Ja, wer sonst denn den armen, hilflosen Dachsen wehtun? Ich kann's sicherlich nicht. Ich hab wirklich nichts gemacht. Letztendlich bist du eigentlich das Böse in Person, das weißt du nur noch nicht. Wieso eigentlich immer ich? Ja, dann frag dich mal, warum immer du. Ja, das frage ich ja gerade. Warum immer ich? Warum? Weil es so ist. Das ist keine Begründung. Ich möchte eine stichfeste Begründung haben, mit Beweisen belegen, dass es so ist. Ja, das kann ich nicht belegen. Ja, siehst du, also stimmt das auch nicht. Also ist es erstunken und erlogen. Es ist nur eine Vermutung. Belegen kann ich es nicht. Ah, jetzt ist es plötzlich nur noch eine Vermutung. Ah ja, so ist das. Aha. Haben Sie schon mal meine Frau gebumst? Hallo? Das ist immer noch nicht erwartet. Hallo? Er wirkte sichtlich irritiert und hat gesagt, nein, wie kommen Sie denn darauf gefragt? Und dann habe ich nur gemeint, sollten Sie mal, viel besser als Ihre. Und zack, hat wieder einen neuen Freund. Oh, war das weit. Hier ist dann auch noch mal eine Aufgabe. Vor allem, bleibt doch. Dürfte ich kurz mit euch bleibt sprechen? Doch. Aber das machen wir jetzt gerade noch nicht. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, das ist keine Briefträgeraufgabe. So. Also auf nach Hoppingen, Hoppingen, Hoppingen. Also auf nach Hoppingen, Hoppingen. Also auf nach Hoppingen, Hoppingen. Hoppingen, also auf nach Hoppingen, Hoppingen. Mutti? Mhm. Was ist der Unterschied zwischen mir und einem Schneemann? Bitte was? Was ist der Unterschied zwischen mir und einem Schneemann? Weiß ich nicht. Den Schneemann kannst du nur im Winter am Arsch lecken. Aber ein Schneemann hat doch gar keinen Arsch. Natürlich. Nein. Er sitzt doch drauf. Er kann ja nicht drauf sitzen. Klar. Wenn er einen Arsch hat, kann er auch drauf. Ja, siehst du? Wenn er einen Arsch hätte, dann könnte er sich auch draufsetzen. Also, wo müssen wir hin? Also, ich muss hier erstmal einen Auftrag abgeben. Du, weiß ich nicht, du guckst hier nie in deine Beutel rein. Nee. Ja, du guckst ja nie in deine Beutel rein. Ja, doch, ich guck da jetzt gerade rein. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Aber das ist irgendwie nichts. Okay. Dann ja. Können wir nach Michelbinger. Guten Tag. Was? Wolltest du gerade irgendwas Falsches sagen? Nee, auf nach Hobbingen, aber hopp hopp. Wird gemacht, Warmaster, wird gemacht. Beziehungsweise verlassen wir es jetzt auch wieder ganz schnell. Also wir nähern uns den letzten Quests. Das ist gut. Meine Antidepressiva geben wir nämlich aus. Ich kann ja
dir entgegenkommen und sagen, ich mache die Kuchenquest und die Gastronomiequest alleine offscreen. Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Baby Yoda, Baby Yoda. The galaxy is going to hell. But we fallen under your spell. Was ist das? Baby, das bist du. Ja, aber das ist das, es ist das, ich sag mal, in voller Länge. Yoda, Baby Baby Yoda. Mach das aus. Sag mal. Machst du das jetzt aus? Hui, hab Teufel. Du musst das doch mal hören, wenn es richtig klingt. Ja, hätte ich mir doch angehört so danach. Sag mal. Weißt du, mir wurde die Freude genommen, das selber zu entdecken. Danke. Gern geschehen. Arsch. Was? Hä? Ich meine nicht dich. Hä? Hä? So, und wo bist du abgeblieben? Oh, ich musste gerade kurz WhatsApp. Steht hier noch nicht mal in der Ferne. Doch da! Da würde ich vielleicht mal stehen bleiben. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ich will hier vorne kommen. Sprecht mit Guten Tag. Kumpfuß. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Was bist du jetzt für den Sack? Der. Will er mir wieder einfach seine Scheißsachen hier andrehen? Ach, Baby Yoda. Baby Yoda. Weil die mich hier mit immer mit irgendeinem Mist zu ballern. Kein Schwein braucht. Das ist jetzt hier die. Achso, das ist das. Also ich habe nur noch 3 Quests hier im Auenland. Ja. Also. Schon wieder sprechen mit dem komischen Grenzer, ey. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal nach Buckelstadt. Das ist von hier aus sehr näher. Und dann können wir von Hobbingen nach Dachsbauten mit dem Pferd. Und dann sollte die Zeit zumindest soweit um sein. Ich finde das mit der Atombombe immer noch sehr verlockend. ja gut, wir haben dann aber fürs nächste Mal wahrscheinlich nur noch eine Quest, wenn ich dann wirklich das mit dem Kuchen und so offscreen mache. Wenn ich das machen soll. Das musst du wissen. Das liegt bei dir, ob du mitrennen willst oder nicht. Wenn du es nicht willst, dann mach ich es alleine. Also offscreen halt. Nein, machen wir zusammen. Okay. Weil ansonsten wären wir beim nächsten Mal wahrscheinlich aus dem Auenland raus. Wir haben es zusammen angefangen, wir ziehen es auch zusammen durch. Egal wie sehr ich meckere, mich beschwere, ich beleidige, das Auenland abfackeln will, egal. Okay. Alle Hobbits ausrotten will, die Pest anhalten zwischen, dann bist du auch noch Krebs, keine Ahnung. Wir ziehen es zusammen durch. Okay. War ein Scherz, ich hab keinen Bock mehr. Soll heißen? Nein, weiterhin. Na gut, vielleicht schaffen wir ja die andere Quest auch noch. Dann müssen wir beim nächsten Mal wirklich nur noch die Kackaufgaben machen. Das werden wir jetzt nicht noch 30 neue Aufgaben kriegen. Ich muss aber auch noch mit einer komischen Tuck da reden. Ja, ich auch. Da laufen wir gerade hin. Also, Adelard. Oder Adelard, oder wie man es auch immer aussprechen mag. Also ich muss zu hier Zinte. Das hab ich. Hä? Das mit Hyazinthe müsstest du auch noch haben. Ach, wieso wird das nicht angepinnt? Weil du es nicht angepinnt hast. Feuerwerkskörper, ne? Ja. Das mit Adelat weiß ich nicht. Da müsstest du mich dann hinführen. Ich habe halt nur noch 3 Quests. Huch, wo renn ich denn hin? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bist du plötzlich Kilometer weit weg. Ja.
Bis eben warst du eigentlich noch hinter mir, dachte ich. Ich bin eigentlich auch noch hinter dir. Eigentlich. Da ist Hyacinthe Tuk. Guten Tag, Hyacinthe. Was benötigt ihr? Jetzt beenden. Sprich mit Kamplettfuß. Boah, warum gibt's immer weitere Aufgaben? Okay, das ist ein Balk vor, das ist jetzt kein großer Umweg. Spricht mit Kamplett. Ja. So, das heißt jetzt erstmal wieder nach Hobbingen. Von da aus nehmen wir das Pferd nach Daxpauten. Ja, komm, wieso müssen wir dann nicht zu Fuß gehen, die eine Strecke bis nach Daxpauten? Ja, das können wir dann halt wenigstens mit dem Pferd machen. Ja. Und von da aus können wir vielleicht sogar, wenn wir dann nicht nochmal extra Aufgaben kriegen, nach Stock reiten. Von da aus ist es nicht mehr weit bis zu den anderen Aufgaben. Daxbauten genau. Ist eine Ortschaft hier im Auenland. Ist hier oben. Da befindet sich das. Gute Daxbauten. Gibt aber, glaube ich, auch eine Hobbit-Familie, die Daxbauten heißt. Der hat's richtig gut, Alter. Wer? Ja, hier, Horst ist total voll. Der hat's gut. Horst ist total voll. Du kannst dich ja auch gleich noch mitsaufen. Nein. Also ich werde mir definitiv gleich noch ein Weinchen oder so öffnen. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ich werde mich mit Bier schlecht besaufen können. Er kotzt sich wahrscheinlich oder bin einfach satt, anstatt dass ich... So, also einmal nach Daxbauten, bitte. Ja. Wird gemacht, Petri Heidelberg ruht. Hyot. Mein treues Ross. Du hast doch kein treues Ross. Wo sitzt die Ding da drauf? Das ist kein Dackel. Ja, das ist aber nur geliehen. Das kann dir nicht treu sein. Das ist Plötze, mein Freund. Plötze. Krätze, mein Freund. Nee, Krätze will ich dann. Dann eher Krummbein. Krummbein. Ja, Krummbein würde ich auch nehmen. Weil wegen Katze und so, ne? Ja. Miau. Das ist ja auch eine besondere Katze. Miau. Ich hab den Namen vergessen, wie die Viecher heißen, aber... Miau. Eigentlich müsstest du das wissen. Du bist eher so mehr Potterhead als ich. Ja, aber ich weiß es tatsächlich auch nicht. Zumindest nicht mehr. Ah. Ich komme, beziehungsweise besser gesagt... Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die halt irgendwie auch so magische Wesen sind. Ja. Und Talala, ja. Üftata, Fiderala, ja, aber ich kann dir auch nicht, ich kann dir leider auch nicht genau sagen, wie was, tralala. Ach, mir geht's auf der Zunge, ey. Ich hasse das, wenn mir Sachen so irgendwie... Ah. Also mit diesem normalen Hin- und Herreiten, da kommen wir wenigstens schon mal ein bisschen weit. Geht zumindest ein bisschen schneller. Ja. Gott, du mir da sagt, wie auf dem Pferd, ey. Alter Schwede. Problem ist, dass das halt immer nur dann geht, wenn man die Orte schon erkundet hat. Achso, hier müssen wir ja hin. Gefühlt waren wir ja schon überall. Ja, mittlerweile. Soll ich hier einmal in die Hütte rein? Machen wir. Seid gegrüßt. So. Will ich wissen, wo dieser Hallross ist? Oh, bitte lass es irgendwo sein, wo wir... Och, nö. Was musst du jetzt machen? Ich hab den nur angeklickt. Genau, und was... Ja. Ja, und sprech mit Hallross. Jo. Da müssen wir leider zu Fuß hin. Ja, das ist auch der, für den wir auch die Bilwisse erledigen sollten. Genau. Weißt du, wir sind eigentlich so kurz davor, diesen Kack jetzt beenden. Also, was heißt Kack? Ich bin ja zufrieden damit, aber du ja nicht. Und es kommen immer wieder neue, weiterführende Quests. Ich bin mehr als zufrieden. Echt? Ja, natürlich. Bist du Schande über den, der das Gegenteil behauptet. Ja, sicher. Hundertprozentig.
Claro! Bitte, ich war in meinem Leben nie zufrieden. Wie kann ich zu Diensten sein? Seid gegrüßt. Jetzt findet Ubaks Höhle und rettet ganze Zauberstein. Sehen was Besonderes? Nee. Das ist. Nee, das ist auch nicht besser. Naja, gut, irgendwas muss ich ja nehmen. Achso, nee, muss ich erst gleich nehmen. Ach, so glitschig. Mhm. Ach ja, das wird lustig. Dürfen wir jetzt nochmal hinmarschieren. Ah, wird wohl nichts mit dir, die ganzen Sachen hier nochmal aufarbeiten. Na gut, für uns nächstes Mal haben wir dann wenigstens nicht mehr ganz so viel zu tun. Die Rache der Bilwisse. Die Rache der Bilwisse, stimmt. Ja. Ja, ja, ich weiß, ich sehe das gerade. Tretet Lubachs Höhle und rettet. Wieso retten? Der war gerade noch in seinem verfickten Haus. Wie kommt er denn jetzt da hin? Ich glaube, das hätten wir uns durchlesen müssen. Warum? Auch wenn wir es durchgelesen hätten, hätte die Zeit nicht gereicht, dass der von dort eben nach dort kommt. Das meine ich damit nicht. Nein, das meine ich damit nicht. Wir hätten dann gewusst, wieso er da drin ist. Wenn wir uns das durchgelesen hätten. Aber... haben wir nicht. Wie schafft er das zeitlich nicht? Das weißt du nicht. Wo wird er vollkommen genommen haben? Wie soll der das schaffen? Der kriegt ja überhaupt nichts alleine hin. Ist ja noch schlimmer als der Boffin, ey. Weißt du, du bist eigentlich nur dabei, dich in einer Tour über die Hobbits zu beschweren. Warum? Ja, du, ich glaube, du bist einfach mal in der, du bist in der komplett falschen Armee, mein Junge. Was soll das denn heißen? Eigentlich müsstest du dann irgendwie bei Sauron mitmischen. So wie du dich über alles beschwerst. Ja, bitte. Ja, bitte. Huch. Ah, diese Kamera. Kamala. Hm, du wirst angeschossen, ne? Ich weiß. Hey, ich wollte es ja nur erwähnt haben. Huch. Die Bilwisse des Grambergs haben ihre Niederlage gegen das Auenlandvolk nie verwunden. Ihre Suche nach Rache wurde Geschichte, hier ist Geschichte. Mal hierher geführt. Das war's? Was? Ja, na, es geht noch weiter hier. Wir müssen ja hier rein. Ja, ja, aber er hat aufgehört zu erzählen. Ja, weil es noch weiter geht. Ach so. Du kennst doch keine Geschichtenerzähler, ne? Das war ja einfach. Ja. Du machst mich fertig. Du machst mich psychisch kaputt. Hallo, ich brauche nach dem Spiel einen Therapeuten, nicht du. Ich brauche einen Therapeuten, weil wegen dir. Ich will viel mit mir zu tun haben, ey. Ich glaube, ich buche eben ganzen Terminkalender aus. Ja. Voll der Irre, ey. Sag, was so irre wie du. Bitte? Ich habe mich doch wohl verhört hier. Irre. Ich bin doch nicht irre. Nein. Bin geistig kerngesund. Ich auch nicht. Halt, stopp, sie fühlt sich gemobbt. Ja, genau. So ist es, Warmaster. Genau so. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Halt, stopp. Ja, genau. Und da gibt's noch alles bleibt so, wie es ist. Genau. Was für ein furchtbarer Tag. Ich habe die Bilwisse gefunden. Sie haben keinen besonderen Wert auf die Keule der Bullenrasslers gelegt. Und sie... Hallo! Wann lernst du eigentlich mal, dass wenn ich lese, dass du nicht auf weiterklicken sollst bei Instanz? Ich hab doch jetzt gar nichts gemacht, Alter! Ach, komm. Was willst du denn immer von mir? Was kann ich dafür, wenn dieses dumme Stück Scheiße abhaut? Sag mal. Unglaublich. Lese ich halt gar nicht mehr vor.
So, und auf einmal kann er kämpfen, oder was? Ja, klar. Kleine Tricks, so ein Blödsinn. Du sollst lieb und nett zu den Hobbits sein. Lieb und so. Nett. Nicht böse und gemein. Wir sind nicht... Sie bitte herkommen, Sie kleines Dreckschwein. Ich werde Sie abschlachten. Mit freundlichen Grüßen, Kaya. Besser? Ja, so ein bisschen. Das war lieb und freundlich. Ich habe sogar Sie gesagt. Ich habe sogar Sie gesagt. Kommst du mal runter, du Penner. Ich meine doch, ist den Bilbis da, Mann. Ja, aber du bist einfach mal sowas von beleidigend. Ja, Vormaster sagt auch, dass du brav sein sollst. Es ist doch unser Feind, oder nicht? Ja, aber... Man muss doch nicht gleich so ausfallend werden. Oh, weißt du, dann wunderst du dich, dass die Orks... Kadaver hier runterbelegen. Also, dann wundert man sich, dass die Orks uns nicht mögen. Wenn wir immer mit Vorurteilen rangehen. Weißt du, vielleicht wären das sogar richtig freundliche Nachbarn. Freundliche Nachbarn greifen mich aber nicht an. Ja, sie greifen dich an, weil du sie beleidigst. Ah. Ach so. Ach, auf einmal ist der Herr auch hier. So, ich lese jetzt absichtlich nicht vor, weil das eh nichts wird. Ich klicke nicht an, ich mach gar nichts. Ja, gar nee. Nichts. Jetzt aber Sarumans mal kurz Verrat Geschichte. Hat mich viel Zeit gekostet. Ich hoffe, dass es Frodo und Sam gelungen ist, das Auenland zu verlassen. Ohne meine Hilfe wandeln sie auf einem Spinne, gefährlichen Pfad. Mach die Spinne weg. Frodo ist auf die Hilfe der Waldläufer und auf eure Tapferkeit angewiesen. Du darfst ruhig weiterklicken. Ich habe jetzt absichtlich nicht vorgelesen. Sarumans Verrat. Jetzt hör's doch mal bei dir. Was benötigt ihr? Oh Gott. Ich höre alles, was bei dir da abgeht. Seid gegrüßt. Ah, gestern beim Butterblieben. Ja, okay. Das ist dann wirklich erst. So, warte, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir haben sogar noch Zeit. Das ist gut. Habe ich ihn anklicken? Ja, darfst du. Ja, ich frag nur nicht, dass ja, es... Nein, darfst du. Darfst du. Gut. Darfst du. Ganz gut. Okay. Oh, du bist Stufe 18. Oh, wie süß. Willkommen bei den 18ern. Hallo. Du siehst so weiblich aus. Was? Du siehst so weiblich aus. Du hast eine Promenadenscheide. Band. Dingens. Tierchen. Okay. Bist du hier fertig? Wir haben noch ein paar Minuten. Zum Glück. Ja, nun geh! Ja, ich habe auf die... Alter, ich habe auf die Karte geguckt. Will mal deine Lage. Das heißt, chill deine Base. Das sagt die Jugend heutzutage. Gut, du bist auch nicht mehr jugendlich, also... Das wollte ich gerade sagen, ich gehöre doch gar nicht mehr zu den Jugendlichen. Ich weiß. Ich bin doch schon ein bisschen raus. Ab 30 geht's bergab, das weißt du. Na gut, du hast noch ein paar Jährchen, aber trotzdem. Ich bin jetzt 24 und du redest von 30? 25 wirst du dieses Jahr. Ja, aber noch bin ich 24. Aber nicht mehr lange. Ich hab noch, glaube ich, über ein halbes... Warte. Ah, nee. Kann ein halbes Jahr mehr sein. Knapp. Knapp ein halbes Jahr. Bisschen weniger als ein halbes Jahr. Sprecht mit ersten Mann Butterblume. Ja, das dauert aber noch, bis wir das machen. Dazu müssen wir erstmal aus dem Auenland raus. Ich habe nur noch zwei Auenland-Quests. Bis auf halt das mit dem Kuchen und so. Aber das machen wir ja beim nächsten Mal. Ersten Mann Butterblume. Kennst du doch. Aus den Filmen. Im Film. Ja, der kommt im Film drin vor. Gästenmann Butterblüm. Ja, wo jetzt? Hobbit oder Herr der Ringe? Herr der Ringe? Der Typ. Ja, wo Gästenmann denn? Butterblüm kommt in Herr der Ringe drin vor. Ist der Wirt beim Tinsenden Pony. Okay. Ja? Alter, ich bin Herr der Ringe-Nerd. Du kannst mir da nichts vormachen. Ich hab dir nichts vorgemacht, ich wusste es halt nicht. Wirklich? Also auf gut Deutsch, keine tragende Rolle, Punkt. Natürlich hat er eine tragende Rolle. Denn nicht?
Und ohne ihn würde so einiges gar nicht passieren. Also wirklich keine tragende Rolle. Ey, unglaublich. Weil sie mir ja alles bieten lassen muss. Weißt du? Herr Tolkien würde sich im Grab umdrehen, wenn er dich da reden hören würde. Tja, danach würde er sich nochmal umdrehen, dann liegt er wenigstens wieder richtig rum. Mann. Kleine Hackfräse. Hackfräse heißt das. Hackfräse. Fräse. Hallo, Kampplatzfuß. Wie ist das Wertebefinden? Soweit ganz gut. Hier da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Wölfe töten? Okay. In den 5 Minuten kriegen wir die paar Wölfe auch noch platt. Derzeit können wir dann auch noch nach den Tagebuchseiten suchen. Ja, ja, machen wir schon. Ja, desto mehr wir davon jetzt haben, desto weniger müssen wir beim nächsten Mal machen. Da haben wir noch ein paar Sekunden. Ja, danach gehen wir nach Gerstenmann Butterblume und bestellen uns einen Burkhard Heistermann. Das dauert, bis wir bei Gerstenmann Butterblume sind. Ach so. Ach so. Ja, du glaubst doch wohl nicht, dass wir direkt von hier aus durchgehen können nach Bree. Da kommt erst noch der alte Wald und Bockland. Wer das doch mit den Atombomben? Oh, ach, wir müssen die Wölfe sowieso töten. Da kriegen wir ja die Tagebuchseiten. Das ist aber schön. Mensch, da wollen wir mal bestimmt profitieren. Ja, natürlich. Ja, nein, wie soll es auch anders sein? Mensch. So, die Tagebuchseiten habe ich schon mal. Ja, du kleiner Scheiße. Du kleiner Scheiße. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht mit den Tagebuchseiten, aber ich habe sie. Ja, ich... Das siehst du, wenn du auf den... Baby Yoda, Baby Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Ich glaube, 2 von 3. Ja. Nee, Quatsch. Hey, bringt die Seiten des Tagebuchs zu Wilhelm Fock. Ja, okay. Bolger, ja. Ja, noch ja, Fock. Okay. Oh, Willi Focker aus beide sind Bikefurt. Schmuggel, vielleicht kriegen wir ja jetzt die Quest durch. Vielleicht sind das ja die letzten Quests ohne weiterführende Quests. Vielleicht haben wir Glück. Glück. Glück? Glück, was ist das? Was soll das sein? Kann ich Glück essen? Baby Yoda. Nachdem ich diese Spielspiele erfahre, ich Kummer und Leid jeden Tag. Was soll ich für Glück zu tun? Baby Yoda. Baby, Baby Yoda. Baby Yoda. Baby, Baby, Baby Yoda. Jutachen. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Wunder. Okay, dafür müssen wir einmal noch nach Pukestadt. Und die Seiten des Tagebuchs. Bitte lass es die letzte Quest davon sein. Dann haben wir fürs nächste Mal nur noch eine Quest. Das wäre was, oder? Guten Tag. Ja. Oh nee, okay. Einen Moment eurer Zeit stehlen. Zu Palum. Okay. Das ist ja der Focker Willi. Wir haben leider kein Glück. Wir haben beim nächsten Mal noch weiterführende Quests. Ja, natürlich haben wir kein Glück. Ich habe gerade gesagt, Kummer und Leid. Kummer und Leid. Ja, gut. So, dann bist du für heute von Herr der Ringe erlöst. Was? Wir haben es geschafft? Ja, für heute. Für heute haben wir es geschafft.